Es ist der Duft, der morgens durch die Tannen strömt, der uns Schwarzwäldern von Jugend auf einen freieren Atem, ein klareres Auge und ein festerer, wenn auch raueren Mut als den Bewohnern der Stromtäler und Ebenen gegeben hätte. So beginnt Wilhelm Hauff sein Märchen vom kalten Herz. Und ja, recht hat er. Ich glaube, dass wir in Baiersbronn da ein Stück weit entgegenwirken können, zu zeigen, dass es auch unglaublich kraftfördernd sein kann, in Ruhe und in segensreiche Langeweile zu kommen. Wenn wir nämlich mit allen Sinnen beginnen wahrzunehmen, achtsam wahrzunehmen, dann werden wir feststellen, dass wir durch das sinnliche Wahrnehmen der Landschaft ins Jetzt kommen.